Hola, hallo, ich bin mal wieder rastlos unterwegs. Und heute geht es zur dritthöchsten Pyramide. So, angekommen hier am Ziel und die Reise ist halt wie so häufig in Mexiko. Man nimmt irgendeinen Autobus an irgendeiner Station, man wird dann irgendwo ausgeladen und fährt dann weiter. Aber ja, schlussendlich hat es dann doch problemlos geklappt, wie eigentlich so oft in Mexiko. Zuerst so, funktioniert das und am Schluss, ja, es funktioniert. Das erste Mal konnte ich hier noch raufsteigen. Damit ist dir das nichts mehr. Das ist nicht mehr erlaubt. Eindrücklich ist aber trotzdem weiter. Die Sonnenpyramide ist das. Die höchste Pyramide hier in Mexiko und eben die dritthöchste der Welt. Ja, ziemlich eindrücklich. 225 mal 225 Meter breit, 63 Meter hoch. Das sind die Maße der Pyramide. Da hinten ist also die Sonnenpyramide und hier hinten ist die kleine Schwester, nämlich die Mondpyramide. Und das war's bereits mit dem Besuch in Teotihuacan, der Aztekenstadt mit ihren Pyramiden.